Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ich habe hier eine kleine Auswahl an Bluetooth-Kopfhörern liegen und über die hier werden wir heute etwas sprechen. Hier drin stecken die Dudios Shuttle Bluetooth 5.0 True Wireless Kopfhörer von Dudios. Und Dudios, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, dann habt ihr bestimmt schon die hier gesehen. Die kleinen Dudios hier, die habe ich bereits vorgestellt. Sehr, sehr günstige Kopfhörer, die für den Preis mich durchaus begeistern konnten und mittlerweile reichlich benutzt wurden. Hier kann man sehen, hier drunter ist schon fast alles runter und ich benutze die als Einschlafkopfhörer, denn ich höre gern Hörbücher und sowas zum Einschlafen und da habe ich immer die hier in den Ohren und kann sie morgens dann immer im Bett suchen gehen. Also ich kenne Dudios und das will ich damit sagen und war deswegen sehr gespannt auf das neue Produkt, die Dudios Shuttle. Ihr seht schon, vom Case her gar nicht mal so viel größer geworden, aber besonders interessant aufgrund ihrer Form, denn wir sagen mal, die haben eine Stil wie Apple AirPods. Aber wir bleiben erstmal noch beim Case, denn das finde ich auch sehr schön gemacht. Ihr seht, wir haben hier so eine ovale Form und hier vorne noch ein paar LEDs, die uns auch anzeigen, dann wie der Ladezustand ist, wenn dann aufgeladen wird oder wenn man hier einen Kopfhörer reinlegt. Sieht man, wie viel hier noch im Case drin steckt. Das Case wird in 2,5 Stunden aufgeladen, hier hinten über Micro-USB und kann dann die Kopfhörer da drin bis zu 5-mal komplett aufladen. Und das heißt, wir haben dadurch eine Wiedergabezeit von maximal 24 Stunden. Sehr schön. Also genug vom Case. Wenn wir es aufklappen, dann sehen wir die Kopfhörer drin liegen. Sonst nicht viel Spektakuläres. Natürlich halten die auch wieder magnetisch, aber ihr seht schon, die Magnete, die sind nicht allzu stark. Also man kann sie rausschütteln, nicht schütteln. Ja, nicht schütteln ist da die Devise, aber die Magnete sind stark genug, dass man hier die Kopfhörer sehr leicht ins Case wieder reingelegt bekommt und dass die dann hier sofort in Position wieder schnappen, ohne dass man da groß rumfummeln muss, was ja eine wichtige Sache ist. Wenn ich mal einen Kopfhörer rausnehme, sehen wir hier unten auch direkt schon die Ladekontakte im Case und natürlich dann das entsprechende Gegenstück hier an den Kopfhörern. Und also da habe ich gar nichts dran zu meckern. Klappt wunderbar. Ich kann sie leicht rausnehmen, kann sie leicht reintun und völlig problemlos in der Bedienung. Jetzt nehme ich die aber mal raus, die Kopfhörer, und wir müssen die doch direkt mal vergleichen hier mit den AirPods, denn ich will den Größenvergleich sehen, ihr vielleicht ja auch, und da hätten wir den Größenvergleich, ich würde mal sagen, minimal größer als solche AirPods in der Höhe, natürlich hier oben doch ein gutes Stückchen breiter, wenn man das mal so davor hält, der Bereich hier wie so ein AirPod, aber dann kommt ja hier noch der In-Ear-Nöpsel dazu, von daher etwas größer, aber von der Länge her gibt es da keinen großen Unterschied und mich haben die direkt so an etwas eckigere, wenn man das so nennen kann, eckigere matt-schwarze Apple AirPods erinnert. Also das ist ja auch nichts Schlechtes erstmal und hat mich allein vom Design her schon mal sehr, sehr interessiert und vom Tragekomfort und vom Reinstecken ins Ohr sind die ganz hervorragend. Also bei mir passen die richtig gut in den Ohrkanal rein. Sie sitzen angenehm. Man hat natürlich diese Optik, dass da wieder was aus dem Ohr raussteht. Aber hey, da hat man sich ja mittlerweile schon dran gewöhnt. Wichtiger ist, die sitzen fest, sicher, stabil bei mir im Ohr und dichten auch ordentlich ab. Das heißt, wenn man die reintut, merkt man schon direkt, dass da eine Isolierung stattfindet von den Außengeräuschen zu eurem Ohr. Und die sitzen einfach gut. Auch dadurch, wie das Ganze hier noch geformt ist, also ich hatte da keine negativen Druckgefühle gehabt. Wo ich aber positive Gefühle hatte, Freunde, war, als ich hier auf Play bei meiner Musik gedrückt habe, was man übrigens hier per Touch tut an den Kopfhörern selbst. Das heißt, hier ist eine Touchfläche sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite. Und da ist noch interessant zu wissen, die haben unterschiedliche Kontrollen. Die liefern hier so ein schönes Diagramm ab. Also auf der linken Seite hält man 1,5 Sekunden gedrückt, dann springt man einen Titel zurück, wenn man zweimal drauf tippt, dann startet der Sprachassistent, Google Assistant oder Siri und auf der rechten Seite gibt es dann ein bisschen mehr Play, Pause, bei zweimal tippen, Anrufe annehmen und ablehnen und Titel vorspringen und so weiter und so fort. Also ihr seht schon, eigentlich ganz, ganz ausgefeilt und ich finde es besser als solche Knöpfe, die man drückt, denn da drückt man sich doch immer die Kopfhörer ins Ohr und das ist dann bei In-Ears eher unangenehm und man muss hier auch nicht so feste drauf tappen, wie man das hier bei den AirPods erste, zweite Generation tun muss, sondern ein leichtes Tippen funktioniert dann schon und hat bei mir
ja so ziemlich, ich sag mal, in 95% aller Fälle echt gut funktioniert. Aber ich wollte ja hier zum Ton kommen, Freunde, denn der Ton, ja, endlich. Ich sag mal so, hier mit Rock hören, das macht Bock, ja, die sind richtig gut. Die haben einen richtig guten Klang für, ich hau mal den Preis raus, 35 Euro kosten die. Haben die einen echt schönen Klang, die haben einen vollen Klang, einen runden Klang mit ordentlich Bass dabei. Ja, soweit man das hier bei so kleinen Kopfhörern sagen kann. Und von daher, damit macht Musik hören richtig, richtig viel Spaß. Die habe ich reingetan. Ich muss sagen, ich habe ja die letzte Zeit eher Kopfhörer getestet, jetzt abgesehen hier von den AirPods Pro, wo ich echt enttäuscht war vom Musikgenuss oder vom Sound, der hier rauskam. Und das haben hier die Dudios Shuttle total mal wieder umgedreht. Ich habe die reingetan. Ich war hin und weg. Super. Hab echt gerne hier mit Musik gehört. Natürlich auch Podcasts oder Hörspiele, Hörbücher. Klappt hiermit alles wunderbar. Also soundmäßig kann ich hier absolut null meckern. Gerade mal für den Preis, auch 35 Euro, richtig gut. Auch das Koppeln mit dem Smartphone via Bluetooth 5.0 klappt gewohnt wunderbar. Also einmal koppeln und wenn man sie dann hier aus dem Ladecase rausnimmt, dann verbinden sie sich automatisch direkt mit eurem Smartphone. Gar kein Thema. Was man hier nicht machen kann, ihr könnt die nicht als Monogerät nutzen. Das heißt, ihr könnt nicht einfach nur hier einen benutzen, den anderen im Case lassen. Das funktioniert bei denen nicht. Also immer nur beide gemeinsam. Die Reichweite ist, würde ich mal sagen, Standard. Wenn ich hier in der Wohnung unterwegs war, hatte zwei Wände dazwischen, dann gab es dann schon Abrisse, aber ansonsten eine sehr, sehr gute Standardqualität, wie man die heutzutage schon gewohnt ist. Und auch beim Videoschauen hatte ich so gut wie keine Verzögerungen gehabt. Ich habe es mit Amazon Prime Video geschaut, keine Verzögerung mit Netflix, keine Verzögerung mit YouTube. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich würde sagen, mit YouTube habe ich eine sehr, sehr, sehr geringe Verzögerung vielleicht mal gehabt. Also die ist kaum wahrnehmbar gewesen, aber ich glaube, sie war minimal vorhanden. Aber ansonsten gar kein Problem, eine echt gute Gesamtperformance, die hier abgeliefert wird. Und damit komme ich schon hier zum Fazit, Freunde. Ja, kann ich die Dudios Shuttle hier empfehlen? Und die Antwort lautet, ihr habt es schon gehört, ja, absolut. Wer gerne hier ordentlich Musik hört, gern ein bisschen Bass hat und das soll auch ein bisschen wummern im Ohr und ein schöner, runder, voller Klang sein, hier sind die Kopfhörer für euch für 35 Euro. Echt gut gemacht, Dudios. Gut, 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 gut. Wirklich gut gemacht. Also, ich kann euch die Dinger empfehlen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung dieses Videos, Freunde. Wenn ihr noch welche sucht für einen schmalen Geldbeutel, ja, gebt denen hier mal eine Chance. Ihr werdet nicht enttäuscht sein, wenn ihr mit dem Design klarkommt. Klar, es gibt unauffälligere Kopfhörer und hier muss man eben zum Stil stehen und dann hat man einen guten und komfortablen Klang im Ohr. So, jetzt habe ich aber mal genug geschwärmt. Endlich konnte ich mal wieder schwärmen, statt immer nur alles schlecht zu reden bei den kleinen günstigen Kopfhörerchen. Von daher ja, hat mir das hier sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt auch Spaß mit den Kopfhörern, wenn ihr euch für die entscheidet. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Wir sehen uns garantiert hier beim nächsten Video und bis dann eine schöne Zeit. Macht's gut.